gebt euch da ebenso ein Stück Ziegenkäse drauf. Grüß euch miteinander, herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe beim Vollkocher. Wir machen uns heute einen gebackenen Schafskäse in der Sesamkruste auf einem mediterranen Linsengemüse. Also heute einmal vegetarisch und nichts für die Fleischfresser unter euch, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr alle mit dabei bleibt. Wie ihr jetzt wissen wollt, wie das Ganze funktioniert und geht, dann bleibt einfach dabei. Ich zeige es euch gleich nach dem Intro. Ein Mise en place habe ich auch schon wieder hergerichtet. Da habe ich eben meinen Ziegen- bzw. meinen Schafskäse. Da habe ich die eingelegten Linsen. Die habe ich mir gestern oben schon im kalten Wasser eingelegt. Da habe ich Paprika gewürfelt. Da habe ich ein bisschen Sellerie gewürfelt, ein Zucchini. Da hier vorne habe ich Zwiebel und einen Knoblauch. Da habe ich ein bisschen einen Kreuzkümmel, dann habe ich da Kräuter de Provence und noch ein paar andere Gewürze, wo wir noch mit hernehmen. Salz, Pfeffer ist eh klar und zwei Eier eben zum Panieren. Das Wasser habe ich schon aufgestellt und die Linsen werden wir dann gleich mal abschütten und in die fünffache Menge an kochendes Wasser hineingeben. Die Linsen schütte ich ab. Gell, Linsen müsste man jetzt nicht einlegen über Nacht. Ich habe es jetzt einmal gemacht. Ist kein Beinbruch, wenn man es nicht macht. So, das Wasser kocht und ist ungesalzen. Das könnt ihr euch merken, bei Leguminosen, also sprich bei Hülsenfrüchten, wäre das Wasser nicht gesalzen, da euch die Früchte sonst nicht warm werden. Aber wieder Vorsicht geben, beim Einkippen, dass es nicht spritzt, dass euch da nicht verbrüht und nicht verbrennt, sondern dass ihr eben die Verletzungen vermeiden könnt. Das werden wir jetzt einfach einmal so vor sich hinköcheln lassen und der Zeit richten wir uns schon die anderen Zutaten her. Unseren Ziegenkäse, den werden wir uns ein bisschen zuschneiden, den werden wir uns in Dreiecken schneiden, braten das Ganze in der Pfanne dann eben allerdings so, also wir panieren das Ganze zuerst und dann zum Finalisieren stecken wir das Ganze nur so 5-6 Minuten in den vorgeheizten Ofen auf ca. 165 Grad. Meine Linsen werden jetzt ca. 20-25 Minuten werden die kochen und dann sollten die gar sein. Das Rezept und die genauen Mengenangaben, die findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Mein Stückerl Ziegenkäse, das wiegt jetzt ungefähr 220 Gramm. Das teile ich mir diagonal. Werde es jetzt nicht würzen und wende mir das da schon im Mehl. Ja, würzen ist jetzt da nicht notwendig, da einfach der Käse an sich eh schon relativ würzig und salzig ist. Es wird wahrscheinlich dann auch überhand nehmen. Und stellen wir das einfach einmal ganz kurz auf die Seiten. In der Zwischenzeit schlage ich mir da auch schon die Eier ein. Also zwei Eier werde ich mit Sicherheit brauchen. Das schlage ich mir da ein. Verquirle mir das Ganze einfach so grob mit der Gabel und richte mir dann da auch gleich die Panade her. Ich nehme da eben das Semmelbrösel, die Semmelbrösel eben, und da hebe ich mir jetzt einmal ganz ausgefallenen schwarzen Sesam drunter, weil es einfach optisch das Ganze ein wenig hebt. Verrühre mir das Ganze, schaut's her, hoppala. Ich kann dann eigentlich auch schon zum Panieren anfangen. Mein Ziegenkäse, den wende ich mir da im Ei. Aufpassen, dass er euch nicht bröckelt. Ziegenkäse tendiert dazu auseinanderzufallen. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen sachte damit umgehen. So, und dann legt ihr euch den Ziegenkäse da rein. Wendet euch das, dass überall dicht und zu ist. So, ich paniere mir das Ganze zweimal. Dann gibt es ja eurem Ziegenkäse oder eurem Schafskäse auch ein bisschen mehr Stabilität. Legen wir das dann da einfach einmal so auf die Seiten. Und dann mache ich das Ganze eben auch mit dem zweiten. Wie gesagt, auch da panieren wir das zweimal. Schauen, dass da auch wieder überall ringsherum zu ist.
und lege den mir da auf die Seiten. Jetzt wird sich dann also mancher denken, naja, 120 Gramm Käse pro Person für einen Hauptgang ist nicht gar so viel, muss ich euch recht geben, das stimmt. Allerdings kommt da auch die Panade mit dazu und der Käse ist, wenn der auch warm ist oder wer einen Ziegenkäse oder einen Schafskäse gern isst, der wird merken, dass das auf einmal sehr schnell sättigend ist. Also ihr braucht jetzt da ehrlich gesagt nicht mehr an Gewicht nehmen, weil das ist wirklich, wirklich ausreichend. Unsere Linsen, die kochen jetzt da so vor sich hin. Ja, das ist jetzt ungefähr die Hälfte der Kochzeit. Ich bin jetzt ungefähr bei einer Viertelstunde. Das sollte wunderbar, sollte das ausgehen. In der Zwischenzeit habe ich mir da auch schon die Pfanne hergerichtet. Ich mache ringsherum sauber und wenn dann der Ziegenkäse zum Abraten ist, dann hole ich euch wieder mit dazu. Bei den Grundzutaten heute habe ich euch eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen. Und zwar, wir werden uns dann den fertigen Ziegenkäse oder den fertigen Schafskäse, den werden wir uns eben mit dieser Limetten dann hinterher noch finalisieren. Das heißt, wir werden dann die Limetten in Spalten oder in Scheiben schneiden und eben diesen Saft der Limette über das gebackene Ziegenkäsestück drüber laufen lassen. So, die Pfanne ist heiß, da gebe ich mir wie immer ein bisschen Sonnenblumenöl oder Rapsöl rein. So, die Pfanne ist jetzt heiß genug. Und da geben wir uns jetzt da unseren Ziegenkäse rein. Aufpassen, dass euch das nicht verbrennt. Oder dass ihr euch auch nicht verbrennt. Die Pfanne ist jetzt in dem Sinne ein ganz kleines bisschen zu groß. Das möchte ich euch an der Stelle auch mitgeben. Aber das ist die einzige Pfanne, die ich habe, die wirklich ofenfest ist, weil die hinten her auch einen Aluminium-Henkel hat. Und das ist der einzige, der eben ofenfest ist. So, wenn die Pfanne zu groß ist, müssen wir natürlich ein wenig runterschalten, dass euch das Gargut da jetzt auch nicht verbrennt. Soll da schöne gelb-golde Farbe kriegen. So, jetzt schaut's her. Richtig schöne Farbe hat das. Das war jetzt ungefähr ja, so eine Minute auf einer Seite war das drin. Ich habe auch schon ein wenig runtergeschalten, dass euch das eben nicht verbrennt. Okay, das geht dann relativ schnell. Ihr müsst bedenken, das geht dann auch noch in den Ofen. So, dann mache ich die Kanten auch noch, stelle mir das Ganze auf. Und da ist eben wichtig, dass ihr wirklich eine schöne Scheibe von eurem Ziegenkäse habt. Oder vor allem Schafskäse, weil sonst steht euch das ja nicht. So, jetzt schaut's her. Eine wunderschöne goldgelbe Farbe. Circa ja, 6 Minuten, 7 Minuten bei 165 Grad, das sollte reichen. Während das Ganze jetzt, also sprich der Ziegenkäse oder der Schafskäse mehr oder weniger, im Ofen auf Temperatur gebracht wird, also auch der Kern auf Temperatur gebracht wird, kümmern wir uns dann schon um das Linsengemüse. Die Linsen sind gleich einmal fertig. Dazu möchte ich sagen, wir werden das Ganze abgießen, aber ein bisschen was von diesem Linsenkochwasser werden wir uns was aufgehalten. Das werden wir dann hinterher in der Pfanne eventuell brauchen, um das Ganze ein bisschen ja, flüssiger zu halten. Als allererstes werden wir uns jetzt unsere Gemüsesorten der Reihe nach in der Pfanne drin anschwitzen und dann geben wir unseren Linsen drunter. So, wir schwitzen dann auch schon unser Gemüse an, schauen, dass das keine Farbe nicht nimmt. Sellerie, ein bisschen Zwiebel und dann da auch eben auch die Paprika. Jetzt habe ich gerade ein Kameraproblem gehabt, tut mir leid. Ich gebe dann da meinen Knoblauch schon mit runter und schwitze mir das auf kleiner Flamme. Schwitze mir das einfach ein bisschen durch. Wie gesagt, schauen, dass das euch keine Farbe nimmt. Dann gebe ich da auch schon ein bisschen Kräuter, die Provence gebe ich da mit dazu. Ja, es ist leider Winter. Ich habe nur noch Kräuter in getrockneter Form. Die Linsen, die sind jetzt gar gekocht. Die gieße mir jetzt da eben in einen anderen Topf rein oder durch ein Sieb lasse ich mir das eben laufen, weil ich von dieser Flüssigkeit ganz gerne was aufhalten möchte. Stelle das Ganze im leeren Topf einmal beiseite. Meine Gemüse, Bruno weiß, die sind jetzt wirklich wachgeschwitzt.
Da geben wir jetzt ein kleines bisschen eben von diesem Linsenkochsaft runter. Dann ist es auch schon gar keine so eine, ja, trockene Angelegenheit mehr. Dann salze ich mir das jetzt auch, okay, über den Dampf. Gehe normalerweise nicht mit der Salz und mit der Pfeffermühle, weil euch das Mahlwerk dann unten verklebt. So. Und dann gebe ich mir da unter mein Gemüse gebe ich mir meine Linsen. Meine gar gekochten Linsen. Da könnte man jetzt dann auch noch Beluga-Linsen nehmen oder ja, kleinere Linsen, orangene Linsen. Je nachdem, was ihr eben gerade habt oder was es im Supermarkt zu kaufen gibt, müsst ihr nur beachten, die Garzeiten bei den Linsen sind nicht überall gleich. Dass der menschliche Organismus auch die Linsen besser verarbeiten kann oder verstoffwechseln kann oder verdauen kann, je nachdem, gebe ich mir dann da ein bisschen Kreuzkümmel drunter, der praktisch die Verdauung dann fördert. Wir werden dann noch ein bisschen salzen, ein bisschen noch salzen und eben auch ein kleines bisschen noch pfeffern und dann sollte das Ganze eigentlich fertig sein. Mhm. Das ist gar nicht schlecht. Wir salzen uns das noch ein wenig, pfeffern das ein wenig, also wie gesagt, nicht aus der Mühle über dem Dampf, weil dann verklebt euch das. Ich nehme jetzt da einen gemahlenen Pfeffer. Ist bei den Linsen jetzt eigentlich auch nicht so tragisch. So, und ein ganz kleines bisschen von dem Kreuzkümmel werden wir noch zugeben. Und dann sind unsere Linsen eigentlich fertig. Der Ofen hat auch gerade geleitet. Das heißt, der Ziegenkäse ist auch fertig. So, jetzt schaut's her. Und da haben wir jetzt eben den fertig gegarten Ziegenkäse in der schwarzen Sesamkruste. Dann richten wir uns das einmal an. Wir machen uns da so einen Sockel mit unserem Linsengemüse. Ist wirklich sehr mediterran. Dann gebt es euch da eben so ein Stück Ziegenkäse drauf. Was jetzt da wirklich ganz gut dazu passt, das ist ein Balsamico zu den Linsen. Ich werde mir da einfach ein bisschen an der Seite eine Garnitur drauf machen. Das mache ich beidseitig. Balsamico-Glas, das könnt ihr in der Nebensupermarkt, könnt ihr euch das kaufen. Und dann geben wir uns da oben eben so eine Limette dazu und schon ist eine tolle Alternative, wenn ihr mal fleischlos essen wollt, fertig. Das ist eine Angelegenheit von einer Viertelstunde, das kann auch so auch jeder nachmachen. Wichtig ist einfach, wenn ihr keine Zeit nicht habt, dass ihr euch dann eben kleine Linsen kauft und keine großen, weil da kann es dann unter Umständen sein, dass die Linsen dann wirklich auch einmal eine Dreiviertelstunde kochen. So, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Jetzt hoffe ich doch, dass euch das auch gefallen hat, das Video. Auch mir mal bei einem sehr ausgefallenen, sehr klassischen Rezept über die Schulter zum Schauen. Falls dem so ist, dann nehme ich natürlich über den Daumen hoch wie immer sehr gefreut. Meinen Kanal teilen, liken, abonnieren, das Glöckelein betätigen, dass ihr informiert werdet, wann wieder was Neues kommt. Anbei möchte ich sagen, ihr könnt es ruhig abonnieren, das Abonnieren kostet ja nichts. In diesem Sinn sage ich wiederum danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Vollkocher. Danke, wird euch.